Hey ihr Süßen und was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Bücherhaul. Vier Bücher euch jetzt gerade zu zeigen. Eins müsste auf mich zu Hause warten. Aber da ich ja gerade in Hamburg bin und im Hotelzimmer bin, wie man vielleicht unschwer im Hintergrund erkennen kann, zeige ich euch die Bücher, die ich mir in Hamburg gekauft habe. Beziehungsweise die ich mir generell zugelegt habe, denn nicht alle Bücher sind gekauft und was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt. Also wer mir auf Instagram folgt, der weiß es schon. Ich habe nämlich in einem Bücherschrank in einem Bus dieses Buch hier gefunden. Das ist von Ben Sherwood und zwar ist es der lange Abschied des Charlie St. Cloud. Und das ist das Buch zum Film Wie durch ein Wunder. Das ist jetzt nicht so sonderlich dick. Das Buch hat... ...313 Seiten und das ist wirklich ein gutes Buch so für zwischendurch, denn die Geschichte ist halt auch total schön und ja, wie gesagt, das ist aus einem Bücherschrank und Bücherschränke sind halt mega cool, weil ihr euch da umsonst Bücher mitnehmen könnt. Und dann habe ich mir direkt zwei Bücher neu gekauft und zwar sind das diese beiden hier. Das sind Finding Back to Us und Feeling Close to You von Bianca Yosivoni. Und Finding Back to Us ist, glaube ich, eine Neuauflage von dem Buch. Neuausgabe von Was auch immer geschieht. Ich kenne Was auch immer geschieht nicht, aber eben für mich war klar, dass ich beide Bücher kaufen werde. Also an sich klingt die Story halt schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich meine, das Buch ist auch dünner als Feeling Close to You, aber ich wollte es halt unbedingt haben. Ich wollte die beiden zusammen haben und habe es mir deshalb auch direkt gekauft. Das ist auch der erste Band dieser beiden Bücher. Eigentlich sind es das Einzelbände, soweit ich weiß. Genau, habe ich mir bei Thalia geholt. Und das zweite ist, wie gesagt, Feeling Close to You. Und das ist keine neue Auflage, das ist ein neues Buch. Ich finde, es klingt mega toll. Das ist mal eine neue Geschichte. So mit Computer-Streamen und so, Spiele-Streamen, das habe ich bisher noch nicht gelesen. Ihr alle kennt die wahrscheinlich schon von Instagram hoch und runter. Aber genau, diese beiden habe ich mir mitgenommen. Und jetzt zeige ich euch noch das letzte Schätzchen. Und vorerst das letzte Buch aus Hamburg, voraussichtlicherweise, das ich mir gekauft habe, ist dieses hier. Und zwar ist das A Wish for Us und das wollte ich mir ja eigentlich unter Mojo Reads holen. Aber ich habe es dann doch sein lassen. Ich habe mir jetzt über Mojo Reads noch ein neues Buch bestellt. Das seht ihr dann hoffentlich, wenn ich zu Hause bin. Aber da ich erstmal wieder Punkte sammeln muss, habe ich dieses hier geholt. Denn für dieses Buch habe ich jetzt sage und schreibe 2,14 € bezahlt. Und dafür muss ich mich doch nicht... Also, ne, 2,14 €. Ich habe natürlich noch was anderes eingelöst, aber... Für das Buch an sich selbst habe ich jetzt 2,14 € bezahlt. Und deshalb habe ich es mitgenommen. Gestern, als ich Feeling Close to You und Finding Back to Us gekauft habe, war es nicht da. Sonst hätte ich es wahrscheinlich gleich mitgenommen. Aber ich habe es jetzt und ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so dick ist. Also ich dachte irgendwie, es wäre dünner. Aber das Buch hat auch scheinbar 445 Seiten und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sätze. Okay, das Buch hat eine Triggerwarnung. Ich meine, manche haben geschrieben, dass das Buch eine Triggerwarnung brauchen könnte. Also es hat eine lebensbedrohliche Krankheiten, Depression und Suizid. Okay, es klingt so toll. Und jetzt habe ich es endlich. Und es ist so wunderschön. Ich kann es immer nur wieder sagen, die Lux-Bücher sind einfach ein Träumchen. Ich meine, guckt euch diese Bücher an. Einfach nur ein Träumchen. Ja, ich bin happy. Jetzt muss ich nur noch endlich mal anfangen, meine mitgenommenen Bücher fertig zu lesen, denn heute ist schon Mittwoch. Ich reise Freitag zurück und ich habe gefühlt 70 Seiten in meinem Buch gelesen.
Das ist traurig. Aber ich werde jetzt noch ein bisschen Aufgaben machen, die ich für den Lehrgang machen muss und werde mich dann nur noch mit Lesen beschäftigen heute Abend. Also, bis dann, wenn ihr das Video gleich wieder weit, also wenn ihr weiterguckt, dann werdet ihr gleich das nächste Buch sehen und deshalb wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Hey Pieps, das letzte Paket ist bei mir angekommen und beziehungsweise ich denke doch, dass es das Buch ist, das ich denke, dass es ist. Yay! Genau, und ich habe, wie ich glaube ich schon erwähnt habe, dieses Buch bei Mojoreads bestellt, habe Punkte eingelöst, ich glaube 1800 Punkte und ich habe mir bestellt von Liberdugo das 9. Haus. Das Cover ist unglaublich toll. Der Klappentext ist unglaublich toll. Ein Knauer-Buch. Ich weiß noch nicht, ob ich es auch in mein Knauer-Regal, also in, zu meinen Knauer-Büchern stellen werde, weil es ja nichts mit New Adult an sich zu tun hat. Aber ich denke, hier können wir doch mal eine Ausnahme machen. Das Buch hat. So, das Buch hat 521 Seiten. Es hat noch so ein paar Anmerkungen hier hinten drin. Wobei ich gerade echt nicht weiß, ob das nur ein Band ist oder ob da noch ein Band kommt. Und ja, das kann ich euch gerade nicht sagen. Der letzte Satz hier könnte darauf schließen lassen, dass es noch ein Buch gibt. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich absolut begeistert davon. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht einen Cent dafür bezahlt, weil ich die Punkte mir halt zusammengesammelt habe. Und ja, das 9. Haus von Leigh Bardugo. Das Buch, das ich euch jetzt als nächstes zeige, kam in diesem kleinen Päckchen hier. Das habe ich nicht bei Amazon bestellt, obwohl Amazon hätte eventuell früher da sein können. Wobei da stand Liefertermin 23. März. Also hätte ich es wahrscheinlich sogar noch später gehabt, als ich es jetzt habe. Dasselbe mit Dream Again könnte auf Amazon schneller sein, habe ich dann aber doch nicht auf Amazon bestellt, sondern habe mich dafür entschieden, unsere Wirtschaft zu unterstützen. Habe deshalb sowohl dieses Buch als auch Dream Again auf Hugendubel bestellt, da ja die Läden zu sind, aber online auch geliefert wird. Und das Buch, über das wir jetzt erstmal reden, ist dieses hier. Und zwar werdet ihr das bestimmt schon überall bei jedem irgendwie kleinsten, größten Booktuber zu Hause gesehen haben. Ich habe mir von Colleen Hoover Verity bestellt. Ich habe bei der lieben was Zeilen, Schlosszeilen verliebt. Ich weiß immer nicht. Naja, die hat ist auf jeden Fall Bold Botschafterin und hat auch eine Leseprobe reingestellt. Und ich fand die Leseprobe schon echt süß. Und also, was heißt süß? Das Buch soll ja definitiv alles andere als süß. Das Buch soll so eine Mischung aus New Adult und Thriller sein. Und das finde ich halt extrem cool. Mit dem Buch werde ich aber noch warten, es zu lesen, denn es steht auf meiner Liste für den ZAG Reader von Love. Wer das Video noch nicht gesehen hat, das ist das Video, das ich vor diesem oder zwei Videos vor diesem hochgeladen habe. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall ist es das aus Readathon plus TBR und da ist es dabei. Natürlich noch nicht in harter Buchform, sondern nur auf dem Handy gezeigt, da ich es ja jetzt erst bekommen habe. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Okay, also alle Artikel, die ich diesmal gekauft habe, sind im Zustand sehr gut. Mann. Also wirklich alle, alle. Ich zeige euch erstmal die Artikel, die nicht für mich gedacht sind, sondern für meine Mama. Und wow. Okay, also, wir haben hier nämlich einmal die Liebenden von Leningrad und Tatjana und Alexander. Und ich meine, das ist Band 1 und das ist Band 2. Das sind die Ausgaben von 2003. Und dafür, dass die Bücher aus 2003 sind, beziehungsweise der erste Band und der zweite ist aus 2005, sind die Bücher echt top in Ordnung. Also ich würde sagen, sie wurden vielleicht einmal gelesen, wenn überhaupt. Ich wünsche meiner Mutter auf jeden Fall viel Spaß damit, denn das sind ganz schöne Brocken. Band 1 hat 751 Seiten und er endet mit einem riesen Cliffhanger, wie ich es gerade gelesen habe.
Und Band 2 hat 701. Kann man mal machen. Die Liebenden von Leningrad, beziehungsweise beide Bücher, gibt es jetzt auch in einer Neuauflage aus dem Heine Verlag. Die hätte ich auch kaufen können, dann hätte ich aber, glaube ich, 7 Euro oder so pro Buch gezahlt. Jetzt habe ich für Die Liebenden von Leningrad 3,51 bezahlt und für Tatjana und Alexander 3,62. Kommen wir nochmal zu den drei Büchern, die ich mir bestellt habe. Ja, das eine regt mich jetzt gerade schon ein bisschen auf, da es ein Buch aus dem Lux Verlag ist, das aber nicht in die Größenverhältnisse meiner anderen Lux Bücher passt. Deshalb werde ich das wahrscheinlich in mein bunt gemischtes Regal stellen. Also noch ist es ein bunt gemischtes. Sollte das so weitergehen, werde ich es nochmal aufteilen müssen. Und zwar das erste Buch ist dieses hier. Und zwar ist es Maybe This Time. Das ist der erste Band zu der Reihe. Genau. Müsste der erste Band sein. So kann ich hier gerade nicht rauslesen. Auf jeden Fall ist es der erste Teil, laut Amazon zumindest. Und für das Buch habe ich jetzt 4,38 Euro bezahlt. Auch hier ist der Zustand wieder sehr gut. Wie gesagt, ich habe alle im Zustand sehr gut gekauft. Und auch hier kann ich das wieder voll unterschreiben. Das hat ein paar Spuren, aber das passiert halt unter anderem auch, wenn man Bücher lagert. Also irgendwelche Kratzer sind es ja nicht mal. Also hier außen sind halt ein paar, aber ich glaube, die könnt ihr nicht mal sehen. Also wirklich top in Ordnung, das Buch. An den Seiten ist nichts. Oben, was ist das? Hat da jemand was markiert? Ich glaube, hier hat jemand was markiert, warum auch immer. Aber das sind einfach nur Post-its, die kann man rausnehmen. Also top in Ordnung. Aber wie gesagt, leider kleiner als meine anderen Lux-Bücher. Deshalb muss ich mir dazu was einfallen lassen. Das habe ich übrigens für den Readathon bestellt. Ich brauchte ja ein Buch, das mit M anfängt. Und ich wollte Meteor nicht lesen. Deshalb habe ich mich hierfür entschieden. Genau, und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Büchern. Das eine aus dem Lux und das andere aus dem One Verlag. Ich meine, der One Verlag gehört ja zu Bastei Lübbe. Also zu dem allem Großen, was auch über Lux steht. Und wir fangen einfach mal mit dem Buch aus dem One Verlag an. Und zwar habe ich mir davon Mila Summers, Verloren sind wir nur allein, gekauft. Wie gesagt, auch Zustand sehr gut. Dieses Buch kam 11,61, also da habe ich jetzt nicht so viel gespart im Vergleich zum Neupreis. Aber ich wollte mir, klingt jetzt doof, aber ich wollte halt die 12,90 nicht bezahlen. Ich wollte aber auch nicht mehr ewig warten, bis ich das Buch lesen kann. Ich würde es nämlich echt gerne lesen wollen. Und auch hier Zustand super. Ja, wenn überhaupt gelesen, dann einmal. Oh, was ist denn jetzt mit meinem Auge? Seht ihr das, wenn ihr denkt, ihr habt was im Auge, dabei habt ihr gar nichts im Auge? Das geht mir dauernd auf der Seite so. Genau, also wie gesagt, wenn das Buch gelesen wurde, dann höchstens einmal. Es ist tipptopp in Ordnung, außer dass es hier halt wieder so eine Lagerspur hat. Aber das kriegt man ganz einfach weg. Wie gesagt, 11,61 und ja, hat jetzt nicht viel Rabatt, ne? Aber ich wollte es halt unbedingt ganz gerne lesen und bin gespannt, ob ich das jetzt noch vom Readathon gelesen bekomme. Und geplant war das ja. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Readathon. Und wir haben hier 423 Seiten. 80 Seconds und meine Welt ist deine. Beziehungsweise 180 Sekunden, aber steht dazu Seconds. Das hat ebenfalls 11,61 gekostet. Also das waren auch die teuersten Bücher, die beiden. Aber auch dieses hier wollte ich unbedingt lesen. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich das jetzt zeitnah lesen werde, denn ich bin nur für die Bücher jetzt in meiner Wohnung. Ich wollte nicht, dass das Paket zu irgendeinem Nachbarn kommt und da ewig lange rumliegt. Währenddessen ich in Selbstquarantäne bei meinem Freund bin. Und genau, das Buch hier hat sogar nur 376 Seiten. Die Geschichte soll unglaublich schön sein. Leider muss ich hier aber sagen, ist eine dicke Leserille drin. Also das heißt eine dicke, aber hier, ihr könnt sie auch sehen. Und das, obwohl es ein helles Cover ist. Und ein zweiter ist hier unten auch noch. Wobei das alles noch in Ordnung ist. Also es ist jetzt noch nicht tragisch. Ich finde dieses Cover, das ist so
minimalistisch, aber mega schön. Also ich finde es wirklich unglaublich schön. Und jetzt habe ich doch erstmal das letzte Buch für diesen Monat, denn ja, ich habe jetzt erstmal genug zum Lesen und ich muss meinen Reader von nächsten Monat durchkriegen. Was heißt, dass ich natürlich nächsten Monat Bücher bestellen werde, denn da kommen ja ein paar raus, wie ihr jetzt hoffentlich in meinem Video sehen werdet, das entweder vor diesem oder nach diesem Video online kommt. Ich denke vor diesem. Und da werdet ihr nämlich sehen, dass ein paar Bücher rauskommen, die ich unbedingt haben möchte, die ich unbedingt lesen möchte. Und demnach ja, ist es erstmal das letzte Buch für den März. Waren ja auch schon wieder genug Bücher. Und die Rede ist von keinem anderen als Dream Again. Und passend dazu habe ich mir meinen Lieblingspulli angezogen, der nämlich fast im selben Blauton ist wie dieses wunderschöne Buch. Es ist gerade frisch neu und hat schon Fettflecken. Aber es ist egal. Ich finde die Farbe von dem Buch unglaublich schön. Ich habe sie jetzt alle hier und das ist das Einzige, das komplett ohne Leserille ist, glaube ich. Wobei viele gerne auch super aussieht, aber das ist halt neu. Das ist das Einzige, das ich neu gekauft habe von allen fünf. Und ja, wie gesagt, ich werde das jetzt noch nicht sofort lesen. Aus dem Grund, dass, wie gesagt, mein Readathon ja ansteht und ich erst noch Band 2 bis 4 lesen muss. Aber jetzt habe ich alle da und jetzt kann ich alle in einem Rutsch lesen. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe zwar schon Gemischtes gehört, aber mehr Positives als Schlechtes. Und wenn die Bücher alle so sein sollten wie der erste Teil beispielsweise von einer, nicht vom Sein her, aber vom Feeling und vom, ne, dann wird mir das bestimmt auch gefallen. Und ja, ich bin happy, ich bin froh. Das heißt, zu meinem nächsten Book-Haul-Video sehen wir uns dann erst nächsten Monat wieder. Da stehen nämlich mindestens 4 bis 5 Bücher, glaube ich, auf der Liste. Und das heißt noch nicht, dass ich nicht noch Bücher kaufe, die ich in vergangenen Monaten schon kaufen wollte. Also, wir sind gespannt. Wir sehen, wie das Bücherhamstern weitergeht. Und alle anderen hamstern Klopapier, ich hamster Bücher. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Also bis dahin, tschüss.